So, jetzt sind wir auch schon bei der nächsten SBC, nämlich der nette Martinez aus der Major League Soccer League. Also, wie gesagt, ich mache immer so, ich mache für euch die günstigste Lösung, wo man keine Loyalität guckt. Ich zeige euch auch, wie ich das mache und wo. Also ihr könnt das alles immer nachvollziehen, wo ich das mache. Erstmal kurz zum Spieler selbst. Ist ein Top-Spieler, nur leider in der falschen Liga. Weil MLS ist halt bisschen schwer, da wirklich ein Top-Team hinzukriegen. Lässt sich natürlich auch durch seine Nationalität nicht so gut linken, aber dafür gibt es ja bestimmt, da gibt es ja auch genug andere YouTuber, die euch genau zeigen, wie kann man den am besten in ein Team reinpacken, so dass er auch für volle Chemie kommt. Aber volle Chemie wird, glaube ich, nicht möglich sein, aber das wird sich halt dann mit der Zeit zeigen. So, kurz in eigener Sache, nochmal danke für die 311 Abonnenten. Und ihr seht, unten kam schon wieder eine neue Zahl hinzu. Es wird halt alle 10 Minuten, alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Und die Fragezeichen stehen halt immer für eine Zahl. Also bei Paysafecodes gibt es nie Buchstaben, immer nur Zahlen. So, und wenn du genau wissen willst, wie das Ganze abläuft mit dem Code, einfach mal in der Videobeschreibung vorbeigucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und auch wo ich das erkläre mit dem Code. Also abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Ihr helft mir dabei und ihr seht natürlich auch direkt, wenn ich ein neues Video hochlade, ob eventuell der Code sich verändert hat oder nicht. Aber ihr könnt natürlich trotzdem gerne einen Daumen da lassen, das Video teilen. Halt das übliche YouTube-Gerede, sage ich jetzt mal. So, jetzt gehen wir mal kurz zu den Preisen. Also derzeit stand jetzt 19:34 Uhr auf einen Mittwoch. Seht ihr halt, der kostet derzeit 94.000 auf der PlayStation, 98.000 auf der Xbox und bei mir auf dem PC 111.000. Also ihr seht halt, auf dem PC ist schon alles ein bisschen teurer, aber logischerweise, wenn man Packs zieht, sind die Spiele auch mehr wert. Also hat alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. So, dann gehen wir mal gerade rein in die SBC. Ich muss gerade überlegen. Ne, ich muss selber nochmal komplett zurück. So, dann seht ihr nämlich auch, wie ich das genau mache. Ich wollte es nämlich einfach mal demonstrieren. Also die erste SBC. Erste Aufgabe, das 84er-Team kostet auf der PlayStation 34k, das günstigste 37 oder 37 Euro im PC. Die zweite 59, 60 oder 74. Klar, das ist die günstigste Variante. Aber ich gebe euch Brief und Siegel drauf, dass die erste Möglichkeit mit Loyalität ist. Ihr seht schon, only one Loyalität. Wenn ihr natürlich Spieler habt, die sowieso ins Team reinpassen, ist es alles schön und gut. Aber für die meisten wird das hier Müll sein, weil sie wahrscheinlich einen Spieler nicht haben. So, wir suchen natürlich wie immer eine Möglichkeit, die ohne Loyalität ist, und da ist sie auch schon. Dafür bezahlt ihr jetzt gerade, Stand jetzt, 34.600. Ich rede immer von PlayStation-Zahlen, weil die meisten halt einfach auf der PlayStation sind. Ich habe bis jetzt auch alle FIFA-Teile auf der PlayStation gespielt, aber wegen YouTube-Stream habe ich es mir einfach für den PC geholt. Und die Packs sind halt auch ein bisschen besser auf dem PC, weil die Spiele einfach teurer sind. Ist einfach so. Weniger Spieler, deshalb Nachfrage und so weiter. So, hier im Team ist einmal Iličić für 2,8. Im Sturm haben wir Dzeko für 2,9. Also rechter Flügel. Ist doch hier rechter Flügel. Ich nehme an, es ist rechter Flügel. Haben wir Visca, der kostet 3.000. Dann im Mittelfeld haben wir Lukas Leva, der kostet 3,4 gerade. Dann im normalen Mittelfeld haben wir Luis Alberto für 3,5. Dann rechtes Mittelfeld haben wir Joao Moutinho für 2,7. Dann als linken Verteidiger haben wir De Vrij. Ich hasse diesen Namen auszusprechen, aber ihr wisst, wen ich meine. Wie gesagt, der kostet 4,3. Linker Innenverteidiger ist Acerbi mit 2,7. Dann rechter Innenverteidiger ist Romagnoli für 2,9. Dann haben wir den lieben Pizzi, der ist Rechtsverteidiger mit 3,1. Und im Tor haben wir Sirigu, der kostet 3,3. So, dann gehen wir auch direkt rein in das zweite Team. Und ich gebe euch halt wirklich nur den Tipp: Versucht die Spieler zu snipen.
Also nicht direkt über den Transfermarkt suchen, also beziehungsweise in der SBC selber, sondern versucht zu snipen. Ist einfach die günstigste Variante, du kannst, wenn du 11 Spieler, ja, hier die Version können wir auch vergessen. Ich weiß nicht, warum der dann schon ein Like hat. So, da haben wir die nächste Mannschaft. Und ihr müsst eine Mannschaft nach der anderen abschließen. Also kauft euch nicht ab für beide Teams die Mannschaften, die Spieler, weil ihr werdet durcheinander kommen. Kauft euch wirklich immer für die jeweilige SBC die Spieler und gebt die Aufgabe ab. Weil ihr seht ja, hier ist Visca wieder da, PC ist auch wieder da, Sirigu ist auch wieder da, Iličić, Lukas Leva ist auch da, nur Pjanic kam dazu und Gaetan hier oben links. Also es ist fast die identische Mannschaft, deshalb, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nicht, dass die Spieler raus sind und ihr wisst dann nicht mehr, wer war denn da auf der Position? Ist mir nämlich früher auch immer passiert, ist halt ärgerlich, umsonst, wenn man die Lösung dann nicht mehr hat. Weil man sich denkt, ach, ich mach die Dream Squad Spieler hin und dann passt das schon. Aber gibt's einfach ab und gut ist. So, hier haben wir dann vorne links Gaetan. Gaetan ist deshalb drin, weil wir einen Spieler aus der MLS-Liga brauchen. Deshalb ist er hier eingebaut. Und dann haben wir im Sturm Chico für 2,9. Also Gaetan kostet 500, gerade bei mir 650. Wundert mich, dass er noch so günstig ist, aber wie gesagt, die Preise können sich morgen alle schlagartig ändern. Dann im rechten Mittelfeld wieder Visca, auch für 3K. Linker ZM haben wir Lukas Leva für 3,4. Im zentralen Mittelfeld haben wir Luis Alberto mit 3,5. Im rechten Mittelfeld haben wir Pjanic für 9,2. Was für ein 86er derzeit noch mega günstig ist. Also wenn ihr irgendwie günstig an 86er, 87er drankommt, kauft es euch. Ihr seht ja, bei mir kostet direkt mal 4K mehr. Das ist halt der Nachteil. Deshalb mache ich auch noch keine SBCs, sondern zeige sie euch einfach nur, wie die Lösung ist. Dann hinten links haben wir Iličić für 2,8. Dann der 88er Godin. Kostet jetzt 17.750 gerade. Also ist eigentlich mega günstig, gerade weil er für eine SBC ist. So, ich scroll mal gerade ein bisschen hoch, damit ihr die Namen mal sehen könnt. Weil, wie gesagt, einfach Video pausieren. Die Spieler stehen da. Ihr seht die Gesichter, weil manchmal gibt es Spieler, die haben zwei Namen. Also nicht der Spieler hat zwei Namen, sondern gibt es Alberto ein und dann kommen zwei Albertos. So seht ihr aber auch, wer gemeint ist. Nicht, dass ihr euch da den falschen kauft. So, im rechter Innenverteidiger ist Bonucci und Bonucci kostet 9,9 für einen 86er wohlgemerkt. Dann rechter Verteidiger haben wir wieder Pizzi für 3,1. Dann im Tor haben wir Sirigu für 3,2. So, dann gehen wir gerade nochmal zurück. Für die linke SPC, also die linke Mannschaft bekommt die ein Jumbo Premium Pack, das ist das 15K Pack. Und für die rechte Premium Gold Players. Da weiß ich aber gerade nicht, was der Gegenwert dafür ist. Weil mit den Packpreisen kenne ich mich jetzt nicht so gut aus gerade. Weil da gibt es ja auch eine bestimmte Liste, wie welches Pack und bla bla bla. Es gibt inzwischen FIFA so viele Packs, da kommt man schon bald nicht mehr hinterher. So, und dann würde ich natürlich sagen, euch viel Spaß mit dem Video, mit der SBC, mit dem Josef Martinez. Wie gesagt, man kann ihn spielen hundertprozentig, nur die Liga ist halt das Problem. Wenn ihr euch natürlich irgendwie ein Team zusammenbasteln könnt, wo er reinpasst, dann sage ich natürlich Glückwunsch dazu. Und dann würde ich sagen, viel Spaß noch mit dem Warten. Es dauert ja noch 2 Tage, bis FIFA rauskommt, erst am Freitag. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein.